remember, respect is everything. Hm? Habt ihr es auch gehört? Da war schon wieder. Wo kommt das her? Ach. Hi Tim. Ja. Ja, genau. Ich nehme jetzt GTA 2 auf für die neue Rubrik. Retro. Genau. Ja, ja. Ah, ja. Ah, ist kein schnurloses Telefon. Ich gehe nur wieder hin. Ja. Wir nehmen hier jetzt Spiele auf aus unserer Jugend. Das ist bei mir schon etwas länger her. Oh ja, in GTA 2 gab es auch schon die Reisesender. Übelst geil. Schönen guten Tag, hier bei Litzox ist wieder der Daniel. Heute mal alleine. Denn Punkt 1, ich habe Urlaub. Und Punkt 2, ich bin der Einzige, der wirklich Retro ist. Denn ich bin jetzt ein Vierteljahrhundert alt und ne, ich muss mich jetzt irgendwie mal wieder jung fühlen. Und das geht am besten natürlich mit Spielen aus der Jugend. Also habe ich GTA 2 rausgekramt. Was ist rausgekramt? Das könnt ihr euch kostenlos downloaden auf Rockstar Games. Und ja, hier gibt es so eine coolen Sachen. Hier ist auch schon so eine Tuning-Werkstatt. Man kann hier ganz links quasi den James-Bond-Modus von den ganzen Autos aktivieren. Gegen Geld natürlich. Ganz links könnt ihr Pistolen an euer Fahrzeug machen lassen. Oder eine Bombe daneben. Oder hier das Auto umlackieren. Oder halt Ölfässer. Also so ein Ölteppich hinterlassen. Versuchen wir mal. Hat es geklappt? Nein, ich habe nicht genug Geld. Gut, wie kriegen wir hier Geld? Indem wir Sachschaden machen. Zack. Ein. Genau, ein Dollar habe ich bekommen. Das ist aber alles viel zu wenig. Also das fetzt ja nicht. Also für ein Dollar, das ist ja nichts, ne? Was kriegt man heute noch für 1 Euro, beziehungsweise 1 Dollar? Nicht viel. Und deswegen, ja, müssen wir irgendwas, irgendein Auto machen, finden, womit wir ganz viel Sachschaden verursachen. Okay, Menschen umbringen bringt auch Geld. Okay, wieder was dazugelernt. Ja, ich weiß auch, wo ich so ein Fahrzeug herbekomme, womit ich ganz viel Sachschaden anrichten kann. Oh, die Polizei ist hinter mir, egal. Ich weiß noch ungefähr, wo der Wagen steht. Also Spieler, die damals für die PlayStation 1. Ja. Und das war einfach der Hammer. Und ich hatte nicht mal die Vollversion. Ich hatte nur irgendwie eine Demo, was eine halbe Stunde oder so ging. Oder fünf Stunden. Und das war so cool. Und naja, also. Das war halt der. Mit der Start einer ganz großen Serie. Also, wie gesagt, GTA 2, nicht GTA 1, das habe ich nicht gefunden. Und ja, man kann zum Beispiel dann auch hier parken und sich dann wundern, warum ein Kran das dann zerschrottet. Bringt Geld, nicht schlecht. Aber jetzt kommt ein zweiter Kran. Der legt diesen Klumpen Metall auf ein Förderband. Das Förderband geht in dieses Haus. Dieses Förderband kommt hier raus. Ach, noch ganz wichtig, was ich noch erzählen wollte. Es gibt einen Effekt, was es nicht in die neueren GTA-Teile geschafft hat. Und zwar eine Rülpsen- und Furzen-Taste. Hammer. Okay, Leben hätte ich jetzt gekriegt für das Auto. Ja, brauche ich nicht, weil ich bin noch ganz fit. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier richtig schön Scheiße bauen und Sachschaden machen, weil bei 1 Million... glaube ich, war das. Komm an in die zweite Welt. Und, naja, wenn hier schon mal ein Panzer steht, dann nehmen wir den auch. Und jetzt ist hier richtig Anarchie angesagt. Na, komm schon. Die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig. Aber zu Menschen töten und Blödsinn machen reicht. Zack. Ich muss die Wagen auch gar nicht so abschießen. Das reicht auch, wenn ich drüber fahre. Oh ja, und die Polizei kann mir gar nichts. Auch die Feuerwehr kann mir nichts. Das macht einfach so viel Spaß, das glaubt ihr mir gar nicht. Da werden wieder Erinnerungen wach. Also, ich fühle mich jetzt fast wieder jung. Und nochmal, ich möchte nochmal Grüße senden, und zwar nach Berlin. Da ist jetzt nämlich bestimmt die Claudia vom Laptop und freut sich ein Ast. Denn der Tim hat mir erzählt, dass Claudia ungefähr, ja, grob geschätzt 200 Mal am Tag auf unseren Kanal geht. Und ja, sie dann ganz traurig ist, weil wir keine neuen Videos hochladen, weil es war ja Sommer und
Im Sommer sind wir ja eher draußen, ne? Und nicht vom Laptop oder vom PC. Und ja, jetzt haben wir aber Herbst, jetzt haben wir wieder Zeit zum Aufnehmen. Und auch wieder Lust, etwas aufzunehmen. Ja. Und deswegen ist mir so eigentlich ein Mensch, man könnte ja so eine Retro-Galerie mit älteren Spielen rausbringen, weil es gibt wirklich ziemlich geile Spiele, die aber in Vergessenheit geraten sind. Die sehen zwar jetzt nicht mehr so doll aus, ich meine, GTA 2 kann man sie jetzt wirklich nur antun, das ist noch okay. Aber ich habe da noch so ein paar Spiele mir schon im Hinterkopf bereitgelegt, die ich auch schon habe, von irgendwelchen Heft-CDs oder von Kumpels ausgeliehen, was wir auch noch Let's Playen werden. Und ja, da sind wirklich ein paar heißere Spiele dabei, die aber eigentlich so vom Spielprinzip her ganz cool sind. Es geht nicht immer nur um Grafik. Zum Beispiel Battlefield 4, gerade rausgekommen, die Grafik ist der Hammer, aber eigentlich kann man es nur online spielen. Denn der Singleplayer-Modus ist ein Witz. Ist ein verdammter Witz. Und wieso? Jetzt fährt er wieder. Ja, sind total verbuggt zurzeit die Spiele, die alle rauskommen. Call of Duty ist jetzt auch nicht wirklich geil. GTA 5. GTA 5, muss ich jetzt wirklich sagen, war krass. Habe ich durchgespielt auf der Xbox. Geil. Und deswegen bin ich halt auch auf die Idee mit GTA 2 gekommen. Weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass man sich das kostenlos online runterladen kann. Und ja, warum nicht, ne? Wir bei Lizox, wir sind nicht nur schön, wir sind nicht nur schlau, nein. Wir haben auch ein Herz für alte Spiele. Und ich hoffe wirklich, dass ich die 1 Million knack und es in die zweite Welt schaffe. Denn in der zweiten Welt kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Das hat mich damals für die Demo, die ich für die PlayStation 1 hatte, nie gereicht, bis in die zweite Welt zu kommen. Aber mein Kontostand oben rechts ist schon ganz okay. Ach du Scheiße, das war eine Sackgasse. Oh, 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 nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Ach, so ein Dreck. Ah, ich lasse mich aber nicht verhaften, ich steige einfach aus. So. Uzi, das ist schon mal okay. Oh, und noch eine Pistole. Und jetzt habe ich einen Van. So, und jetzt versuchen wir das gleiche nochmal wie vorhin. Mit dem, in Anführungszeichen, Tuning. Dann sorge ich nämlich mal so für Chaos. Also es soll auf dieser Karte noch einen zweiten Panzer geben, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und ich habe jetzt auch wirklich keine Lust, ihn zu suchen. Denn es wird, glaube ich, auch zum Zeitraum dieses Let's Plays sprengen. Also in der Retro-Galerie, das habe ich mir so gedacht, mache ich immer so pro Spiel ein, vielleicht zwei, wenn das Intro ein bisschen länger dauert, vielleicht auch drei Folgen. Und ja, einfach nur, damit ihr für eine müde Mark oder auch für einen kostenlosen Download mal ein Spiel habt, was nicht wirklich viel Speicher wegfrisst auf der Festplatte, sondern einfach mal so für zwischendurch, so für 10, 15 Minuten mal ein bisschen Abwechslung bringt. Es ist ganz witzig. Ich meine, allein diese Vogelperspektive, wann hat man das denn nochmal? Überhaupt gar nicht. Alles ist nur 3D, alles ist fotorealistisch, wie ich schon gesagt habe, bei Battlefield 4. Ja, sieht geil aus, aber es ist einfach, es ist Battlefield. Es ist, die wollen einfach nur noch verkaufen und dann kommt halt jedes Jahr ein neuer Teil und darunter leidet halt die Spielqualität. Das soll jetzt kein Diss gegen Battlefield 4 sein. Ich weiß, auch einige unserer Abonnenten spielen das wie verrückt. Sollen sie machen. Ja. Aber mein Ding ist es jetzt nicht. Erstens läuft es ja auf meinem Laptop und zweitens, wenn, dann würde ich es auch nur online spielen und online würde ich, glaube ich, so gegen diese 12-Jährigen abkacken, die sich das Spiel irgendwie gecrackt aus dem Internet laden und dann alle so online platt machen. Also, da reicht meine Skills und Reaktionsfähigkeiten gar nicht mehr aus, um irgendwie ansatzweise eine Chance zu haben, auf dem Server zu bestehen. Und deswegen will ich auch lieber sowas. Das erinnert mich an die gute alte Zeit. Ah, hier. Was nehmen wir denn? Pistole. Hat geklappt. So. Einmal hier ein James Bond. Was will eigentlich die Polizei hier die ganze Zeit von mir? Nur weil ich umherfahre wie ein Irrer und Leute ermorde, meinen die wirklich, dass ich verhaftet werden muss oder was? Kriege ich ihn zum Explodieren? Scheiße, ja. Ja, ich hab's geschafft und bin dabei gestorben.
Okay. Kommen wir nochmal zur Rülpsentaste. Der Hammer. Das sollten sie wirklich nochmal irgendwie als kostenloses DLC zu GTA 5 rausbringen. Das wäre der Wahnsinn. Habe ich zwar nicht mehr viel von, weil ich meine Xbox mitsamt GTA 5 verkauft habe. Aber so für alle anderen. Wäre doch nett. Und falls ihr Vorschläge habt, was man noch Let's Playen könnte, also was ihr vielleicht früher gespielt habt, was ihr ganz geil fandet, so aus den alten Tagen, dann schreibt uns einfach. Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns bei Facebook, was habt ihr früher gespielt, was fandet ihr geil. Und ja, wenn wir es irgendwie rankriegen oder besser gesagt auch bei Windows 7 zum Laufen bekommen, denn ich habe jetzt schon zwei, drei Spiele gehabt, die einfach ja, nicht installiert werden konnten wegen Windows 7. Also ich bin froh, dass ich nicht Windows 8 habe, weil dann wäre es wahrscheinlich noch komplizierter oder es würden noch weniger Spiele laufen. Aber wir versuchen unser Möglichstes, also schreibt in die Kommentare, was habt ihr früher gespielt, worauf habt ihr Bock, was wollt ihr sehen von uns. Und ja, ich würde sagen, diese Folge beende ich mal total niveauvoll. Und dann würde ich sagen, haut rein, wir freuen uns auf eure Vorschläge und bis zum nächsten Mal.